Hallöchen, Leutchen, und herzlichst willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Metro Last Light Redux. Ich bin immer noch Yumika und in dieser Folge werden wir endlich da erfolgreich durchkommen. Hoffe ich zumindest, denn ich habe keinen Bock nochmal verspeist zu werden. Das wäre für meine Gesundheit nicht ratsam. Okay. Jetzt hat man es auf jeden Fall gesehen, dass es überlebt hat. Mann, oh. Wie du, mit Kleidung. Toll. Warum kannst du mir diese Dämonen nicht einfach vom Hals halten? Ups, wir rennen hier schnell durch. Vielleicht kommen wir ja diesmal ans Ende. Natürlich nicht. Nein, 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 nein! Bitte rette mich! Ich will nicht schwimmen. Wo hätten wir eigentlich dahin wollen? Das hat denn irgendwo hingeführt, der Zug. Aufpassen. Boah, das ist doch ein Joke hier, oder? Aua! Schlammsau. Wir rennen einfach durch, wollte ich schon sagen. Aber dann habe ich mich umentschieden und hatte plötzlich eine große Lust zu schwimmen. Okay, wir dürfen nicht rennen. So. Ach, da muss ich lang, okay, perfekt. Höher! Und rüber! Aua! Schlammsau! Das ist keine gute Idee. Mist, ich hab keine mehr. Ich wollte ihn einfach wieder anzünden, aber ich hab nichts mehr. Eure Häuser so hoch, ihr gemacht, die Stadt so groß. Warum seid ihr Leute jetzt da unten? Warum so wenige? Ja. Ja, frag halt mal die Menschen. Achso, er fragt ja mich. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind, den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Ja, natürlich. Zeit zu gehen. Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Rot, gefährlich. Was kann ich nicht sehen? Ich habe ein bisschen Angst. Du könntest deinen Satz vollenden, dann hätte ich nicht so viel Angst. Ich habe das Gefühl, er meint Geister. Was zum... Da kann ich mich doch locker nicht durchschleichen. Wie soll denn das gehen? Da fliegt doch auch ein Dämon rum. Oder wollte uns einfach nur warnen, dass ich jetzt gleich kämpfen muss? Okay, gucken wir mal auf die andere Seite. Achso, die patrouillieren. Da soll ich wahrscheinlich einfach vorbeischleichen. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht.
Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Sektdrecksau. Boom! Quickscope! Boom! Oh. Ja, gegen den Sniper könnt ihr aber nichts machen. Was ist das denn? Okay, da vorne ist irgendwas. Ich frag mich, was mit Pavel passiert ist. Einen Moment mal. Wie hohl sind wir eigentlich? Ja, einfach durchzurennen, diese Pimmelchen. Natürlich müssen wir uns noch umschauen. Ja, da ist nix. Alter, wir können uns auch nur ganz langsam bewegen. Das muss ja mal ein krasser Sturm sein. Okay, hier ist anscheinend tatsächlich nichts. Auf der anderen Seite brennt irgendwie Feuer oder so, aber da hinzukommen ist nicht so wahrscheinlich. Okay. Warum habe ich so das Gefühl, dass der Dämon mit uns noch nicht fertig ist? Kommt doch locker gleich wieder. Geflügelte, rot, stark. Okay. Ach so, der meint den Dämon. Was ist das denn? Ach, Aunosaal ist ja ganz toll. Kann ich da rein? Nee. Oh, ein Schlüssel. Ah, fuck, in der anderen Station hatten wir doch auch einen Schlüssel gefunden. Total verpeilt. Okay. Das waren wieder Reichsmitglieder. Zumindest hatten die Pistolen von denen. Oh, hier unten geht's gar nicht weiter. Mist, wir müssen rumlangen. Ich dachte, das ist vielleicht ein geheimer Tunnel oder sowas. Ja, schön wär's gewesen. Okay, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Ah ja, gut. Gut, das wäre geklärt. So, nochmal hier zurechtdrücken und dann geht's oben lang. Was ist das? Sieh mal, viele. Ja, schön, dass du sie mir zeigst, aber... Achso, ich konnte jetzt den einen ausschalten und die anderen sind nicht alarmiert, oder was? Obwohl das Ding so einen Höllenlärm macht. Aha. Merke ich mir. Vermutlich machen die nichts, solange keiner von denen Alarm schlägt. Okay. Links müsste noch einer sein. Boah. Blöder Sturm. Du denn? Bist du auch wieder so ein Wunschbrunnen? Nee. Okay, du bist einfach nur... Ah! Boah, Drecksau. Macht Spaß? Oh, schade. Ich hatte mich schon gefreut. Okay, hier sind sehr viele Tote, das bedeutet, hier müssen Menschen sein. Keine Fallen? Okay. Ah, was haben wir denn da? Eintrag 1. Aber ich blieb ein Mensch. Ich hatte Angst davor, anders zu sein. Angst davor, als abnormal betrachtet zu werden. Ich war der Einzige, der ihren Einfluss nicht unterlag.
Doch ich hielt mich für einen Schläferagenten der Monster. Das Treffen mit dem Schwarzen wurde einfach aus meiner Erinnerung verdrängt. Das Tier in mir erwachte und verschlang den Menschen. Ich ging als Waise an die Oberfläche und kam als erstgeborener Sohn zurück. Ich sollte eine Verbindung zwischen den Engeln und Menschen schaffen. Und stattdessen richtete ich Raketen auf sie. Es gab nur einen Überlebenden und jetzt steht er vor mir. Ein Kind, ein Waise, allein in der weiten Welt. Der Kreis schließt sich. Ja, nicht so geil, hä? Hast du echt Scheiße gebaut. Ja, aber ich hatte, wusste es ja besser. Ist, dafür ist der Schlüssel. Perfekt. Oh. Yep, wir bauen den Filter. Da gucken wir mal. Hier haben wir nix. Auch nix. Also wie es aussieht, dürfen wir uns bald wieder durch Menschenhorden prügeln. Haben wir die Maut? Och nein, nicht die. Bitte nicht. Die sind so nervig. Verschwinden die von selber? Oder muss ich kämpfen? Okay, das war cool. Das war jetzt echt nice. Haben, wenn die da vor mich entdecken, kommen die von hinten wahrscheinlich auch. Ich muss jetzt doppelt so vorsichtig sein. Was war das denn jetzt? Oh ne, jetzt sag nicht, ich muss da reinklettern. Ne, okay, muss ich nicht. Okay, die Wolken hier. Ach so. Ach so. So läuft das also. Okay, die Menschen wurden anscheinend komplett überrannt. Mitleid haben wir vielleicht erst später, wenn wir wissen, von wo die kamen. Waren wahrscheinlich wieder solche roten Penner. Ja, dürften rote sein. Können wir uns zurückmelden? Nope, können wir nicht. Steht anscheinend ja auch unter Strom. Okay, der lässt sich schmecken, also gehen wir mal hier vorbei. Und versuchen, den mal nicht zu stören. Bei seiner Wohltat. Obwohl, verdammt. Wir müssen da so oder so drauf und was aktivieren. Okay, das klappt. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass er mit einem Knife tot ist. Oh, wir hätten uns dranhängen müssen. Okay. Na dann. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Oh, jetzt kommt auch noch sowas hier, oder was? Na gut, das könnt ihr haben. Geh mal vom Acker her. Ja. Ich glaube, ihr spinnt ein bisschen. Oh, du Schwanz.
Die Geflügelten sind sehr schnell, aber ich arbeite. Ach, wir werden mit dem fertig geworden hier. Wir haben hier immer unsere Schrotflinte. So, was haben wir hier? Funktioniert nicht mehr. Okay. Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Echt? Da fällt mir ein. Wo ist denn eigentlich Anna? Die haben wir auch fett zurückgelassen. Wir kommen zur Police. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Wie lange haben wir noch? Egal. Sind wir jetzt schon wieder? Muss ich mal rein? Keine Fallen? Perfekt. Ja, was haben wir hier alles? Das war's. Ja, dann. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl hier. Schon deswegen, weil wir an der Oberfläche sind. Jemand da? Komm zu sehen von hier. Kann ich da hoch? Ja, was würde es mir bringen, da hoch zu klettern, ne? Dachte, da geht's irgendwo Besonderes hin. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, hier nicht. Wo geht's lang? Okay, da war ich schon richtig anscheinend. Hier? Nee. Nee, das ist falsch. Okay, noch weiter. Kann man nicht rein. Hier? Leute, habe Angst angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Okay. Wenn sie nicht böse sind, vertraue ich dir mal. Ich meine, du bist ja ein allwissender Engel. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Scheiße, alles in Ordnung, Leute. Entspannt euch. Er ist ein Police Ranger. Unterwegs zum Ring? Na dann beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Total nervös, hä? Wir werden hier eine Weile ausruhen. Du kannst ein bisschen einkaufen, wenn du willst. Yay, shoppen! Yay! Shopping Queen, Shopping Queen, wir sind die Shopping Queen. Ja, hey, ja, hey. Ja, 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 ja. Ja, schönes Auge übrigens. Shopping Queen, yay, yay. Komm her, lass uns etwas Munition eintauschen. So, mal gucken. Pistolenmuni kann alles weg. Die eignen sich besonders für Mutanten. Kann auch weg. Also das sage ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. Seit wann sind wir Freunde? Alles, was du willst. Die Munition hat beste Qualität. Ich würde selbst damit schießen. Aber ich muss ja auch mein Geld verdienen. Ah ja. Solange wir noch hier sind, kannst du jederzeit voll herkommen. Ich habe alles, was du brauchst. Die findest voll du nur hier. Das ist die Gelegenheit. Was hast du denn jetzt?